Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mighty Magic Book One. Nach dem letzten Mal habe ich noch ein bisschen gegrindet. In erster Linie, um noch alle, haben wir jetzt alle? Ich gucke gerade, ja, wir sind jetzt alle Level 10. Wir konnten nach dem letzten Mal einige von uns aufsteigen und ich habe dann noch ein bisschen bei den Wyverns gegrindet, bis wir alle aufsteigen konnten. Also alle Level 10 sind. Dabei ist noch das eine oder andere nette Item abgefallen. Also genau genommen ein Scimitar plus 2 für Miss Parker, der ich dann auch noch ein Small Shield gegeben habe. Silver Shield können wir eigentlich mal verkaufen. Die Hellebarde will ich noch behalten, für den Fall, dass wir doch wieder auf eine Zweihandwaffe umsteigen wollen. Plate Mill kann auch weg, Curing Potion kann auch weg. Und die Pirates Map, die habe ich mir auch besorgt. Da wollte ich nämlich was ausprobieren, ob man das mit ein bisschen Herumschangeln und Metagaming erreichen kann, und kann man. Das Problem bei der Pirates Map war ja, dass der Eremit, der die uns geben wollte, alle unsere Items klaut aus dem Backpack. Und das war ein bisschen doof. Weil da waren ja durchaus welche dabei, die ich nicht verlieren wollte. Was ich gemacht habe, ist, ich habe einfach einen zusätzlichen Charakter kreiert, Storage One, den wir da als I sehen, und bin mit dem dann und halt noch ein paar anderen Partymitglieder als Begleitschutz, weil wir ja Kämpfe machen müssen auf dem Weg dahin gegangen. Die Leute, die ich zu Hause gelassen hatte, denen habe ich die ganzen überzähligen Sachen, die in unseren Rucksäcken waren, gegeben, sodass die, die dann am Ende bei dem Eremiten waren, nichts mehr in ihren Rucksäcken hatten. Und das hat tatsächlich funktioniert. Upala. Muss ich das wieder machen? Es hat sogar funktioniert. Das heißt, wir haben die Pirate Map oder Pirate Maps, sind ja aus irgendeinem Grund zwei, jetzt tatsächlich bekommen. Ich meine, das haben wir ja schon vor ewigen Zeiten schon mal gemacht. Das ist ja nur nichts Aufregendes. Nur jetzt haben wir sie halt, ohne dass wir unsere sonstige Ausrüstung verloren haben, die wir im Rucksack hatten. Thema, Rusalka, Verfolgungsgeist, Halluzinale. So. Okay. Und ja, das war's im Groben. Würde ich sagen, verkaufen wir jetzt mal. Plate Mail plus 2. Hat noch irgendeiner eine schlechtere Plate Mail, der sie tragen kann? Du hast plus 3, du hast plus 3. Du hast plus 3 Wingmail, kannst aber sicherlich keine Plate Mail tragen. Ich gucke nochmal nach. Nope, nur für Knights und Paladine. Das heißt, plus 2 können wir mal ohne weitere Probleme verkaufen. Also Plate Mail plus 2 brauchen wir nicht mehr. Okay. Wyvern Eye ist, glaube ich, auch über. Da habe ich halt ein paar jetzt noch von eingesammelt, weil ich die Kämpfe halt immer wieder gemacht habe. Und eine Sache wollte ich noch. Ja, genau, es ist auch noch etwas anderes abgefallen. Das andere oder das einzige wirklich signifikante Item, was bei den Kämpfen abgefallen ist, was wir noch nicht kannten, ist ein neuer Bogen für Rusalka. Die hat jetzt einen Giant's Bow, der macht 1W20 plus 3 und nicht mehr 1W12 plus 2. Das ist also wie der Great Bow plus 2, den wir hatten. Das ist also vom Prinzip Great Bow plus 3 und noch besser. Also das schon, scheint schon nicht schlecht zu sein. Und ja, das war also sozusagen das Metagaming im Hintergrund. Und deswegen, damit sind wir aber auch jetzt fertig. Deswegen würde ich sagen, und auch mit dem Einführungsgequatsche. Deswegen kommen wir jetzt mal dazu, was wir heute machen wollen. Ich hatte mir gedacht, wir gucken nochmal zum, was war das? Das E war das. Da bei in südlich der Wüste. Da haben wir ja das Schloss von dem Kollegen Alamar gesehen und wir haben ja von unserem außerirdischen Freund beim letzten Mal gehört, dass da irgendwas fishy sein könnte. Und
Da ich mir noch nicht sicher bin, welcher Noble das ist, der da irgendwie nicht ganz okay ist, würde ich sagen, gucken wir mal zu den Schlössern, zu denen wir noch nicht bei denen wir noch nicht waren und wo sich eventuell auch Lords aufhalten können. Das ist in jedem Fall schon mal Schloss Alamar. Was war das? E3? Aber erstmal E2, da können wir ja hingehen. Ja, hier war es. Castle Alamar, genau. Und ein anderes Schloss, das wir, glaube ich, nur gesehen haben. Moment, wir gucken mal kurz auf die Karte. White Wolf. Das haben wir auch gesehen, da waren wir aber, glaube ich, auch nicht drin. Also das sollten wir auch nochmal machen. Deswegen wollen wir jetzt mal gucken, was wir so an Schlössern hier erkunden können. Aber erstmal vielleicht zur Einstimmung. Statue of the Lion Girls, Password. Okay. Also ein Passwort als solches habe ich jetzt... Habe ich nicht noch einen Zettel? Nee. Ich meine, wir haben eine Menge Messages. Wie sind das dann? Mal gucken. Y. I. C. U. 2. M. E. 3. Ach, keine Zahlen. Okay. Darkness. Was? Ah, du hast uns ein Feld zur Seite teleportiert, du Schlingel. Ja, glaubst du, da kommen wir dir nicht drauf, wa? Ja, sind wir dir ja auch nicht drauf gekommen, hast du gut gemacht. Können wir hier da raus irgendwo? Hallo? Ja, können wir. Okay, yes. Okay. Ja, ja, ich hab. Okay. Mhm. Ne, das ist ja ein Mist. Okay, kein Passwort. Ich nehme an, das finden wir, aber irgendjemand sagt uns das, aber da sind wir ja. Hallo, was ist hier los? Naja, gut, ein bisschen bessere Gegner. Ach ja, jetzt, dass Miss Parker die Hellebarde nicht mehr hat, hat sie einen geringeren Speedwert. Das heißt, die Halluzinelle ist wieder zuerst dran. Das ist aber, glaube ich, nicht schlimm. Okay, okay, okay. Ich hatte übrigens während des Grindens auch ab und zu mal den Zauber hier 5-1 von Grace benutzt, der immer nur so 4-5 Punkte gemacht hat. Ich habe tatsächlich es geschafft, dass er einmal 19 Punkte gemacht hat. Also das stimmt schon, der geht bis 20, theoretisch. Also, was ist mit Sinn los? Sinn schläft, das ist nicht gut. Warum? Hat sie irgendwie mal eingeschläfert? Habe ich nicht drauf geachtet. Ist bestimmt nicht wichtig, war bestimmt der Dust Demon. Arch. Ach nee, Tiamat schläft. Sinn ist wach. Okay, also das war ja alles ganz furchtbar. Eine Sling. Nee, gut, die können wir weg. Dann rasten wir mal kurz. Und dann zaubern wir das offensichtlich brauchen. Psychic Protection. Und dann gucken wir hier mal weiter. Erstmal den Weg entlang. Okay. Hier kommen wir aus der Karte raus. Oh, was ist das hier? Hallo? Okay.
Also hier mitten im Wald irgend so was Eisartiges. Und vor allem sind wir relativ weit weg von den Gletschern hier. Dürfte da eigentlich, ne? Schauen wir mal, was das da war. Okay. So, und dann gucken wir uns auch nochmal unsere Leute an. Also wir haben jetzt die vorderen vier haben knapp über 100 Hitpoints und unsere Magier haben 80 bzw. 100 Spellpoints und an den Werten hat sich ja nichts geändert, weil das ja Might Magic nicht beim Levelaufstieg passiert. Okay, gut. Achso, irgendjemand hat da auch noch, ich glaube genau, Wand of Fire gefunden, die irgendwie Fire Resistance macht. Und ich nehme mal einen Fireball, wenn wir so benutzen. Okay, also hier ist irgendwas, ja, das ist definitiv special hier. What? A Diamond Door. Okay. Ah, das ist kein Eis, das ist Diamant. Verstehe. Ja, gut. Optisch nah genug dran, würde ich sagen. Diamond Key haben wir offensichtlich nicht. Vermute mal eine Diamond Door auf mein Diamond Key, zumal wir Silver und Bronze haben. Haben wir nicht auch? Ne, wir haben das Silver und Bronze. Was haben wir denn an Special Kram, den ich den Leuten in die Hand gedrückt hatte? Das war, irgendwer hatte. War das denn? Ruby Whistle, Bonski, Silver Key. Okay. Ja. Habe ich doch Items verloren? Nee, kann nicht sein. Also haben wir doch noch gar nicht so viele Quest-Items, wie ich dachte. Ne? Gucken wir uns hier mal um. Also wir können ja der Einfachheit halber erstmal den südlichen Teil hier erforschen. Südlich vom Weg, der ist kleiner. Distant Harp Music. Okay. Okay, hier wird irgendwo Hafenmusik gespielt. Ah, und hier ist ein Hafenspieler, Harper. Horatio. Oder Horatio. Wir wollen. Together ist der. Was? Together is the password for today. Leave the area and change it I may. Okay. Oh, okay. Das ist auch mal ein fortschrittliches Sicherheitssystem, was es in keinem modernen Film geben würde, dass man Passwörter auch ändert, nachdem sie bekannt geworden sind oder zu lange aktiv waren. Das hat schon für viele Plotholes in vielen Filmen gesorgt. Okay, also wir haben ein Passwort. Ja, das kann ich mir aufschreiben, aber ich meine, wenn er das eh wieder ändert. Together. Aber wir können jetzt zum König. Haha. Ja. Dann gehen wir da gleich mal direkt hin, ohne Umwege. Hallo, Herr Löwe. Together. Correct, you may pass. Na also. Geh auch nicht gleich so. King Alamos Castle, enter, aber immer. Ne, das ist ja, hier will man uns nicht, ja? Okay. Nehme an, der Thronruhm ist gerade durch. Alle Türen sind zu. Was? Und hier sind jetzt die Guards. Ne, das ist ja auch früh. No King's Pass, no admittance. Ah, hier brauchen wir einen anderen Passierschein. Das ist ja. Weißt du was? Dann gehen wir mal einfach um dich rum.
gucken hier einfach mal irgendeinen Raum, der leer ist. Haben die Guards hinter uns die Tür wieder abgeschlossen. Use, come on, Sinn. Okay, zumindest können wir ein bisschen erkunden. Ich meine, wir können den König nicht... Poisoned. Okay, Cast. 4-2. 6. Okay, es sieht wieder sehr symmetrisch aus. Dann nehme ich mal an, ist hier... Ja, ich meine, wir könnten auch mal wieder alle mit dem Kopf durch die Wand oder gegen die Wand zumindest. In erster Näherung erstmal gegen die Wand und dann mit Gottvertrauen durch die Wand vielleicht. Come on, mach die Tür auf. Das ist... Okay. Hm. Ja. Dieses obsessive Türen abschließen, das ist... Okay. Ich habe ja fast den Eindruck, hier sollten wir noch nicht... Wow, Fury Explode... Oh! Wir sind alle fast tot. Wenn uns das mal... Können wir uns nicht angucken? Können wir uns retweeten? Nein, können wir nicht. Okay. Wir sind alle fast tot. Alle noch einen Schlag, das ist fair. Und Giant Scorpions, die sind, glaube ich, nicht schlecht. Halluzinelle, mach mal... Acid Train kannst du nicht machen. Weißt du was? Mach mal Time Distortion. Spell failed, okay. Da können wir nur hoffen, dass die alle nicht treffen, aber ich habe so das Gefühl, die werden treffen. Kannst du vielleicht zaubern? Kannst du vielleicht irgendwas machen? Du kannst heilen, ja, aber wir haben auch keine... Nee. Ja, dann heilen wir mal vielleicht dich selber, dass du dann in der nächsten Runde nochmal heilen kannst. Okay, treffen nicht, das ist gut. Die dürfen aber auch nicht treffen, weil mehr als 4 oder 5 Punkte dürfen sie auch nicht machen. So, jetzt ist noch irgendwer Poison Sinn. Na gut, okay, dann müssen wir jetzt mal durch. Okay, die werden wir schon mal los. Okay, Sinn. Halluzinelle müssen wir auch heilen. Aber Sinn wird gleich... Okay, die werden wir auch los. Okay, die werden wir auch los. Da kommst du mit dem letzten Atemzug. Nee. Okay. 61, nett. Okay, 1,6 auf Sinn. Aber Rosalka braucht... Na, wir müssen alle geheilt werden. Das hilft nicht. Okay. Miss Parker ist down. Das ist aber unschön. 45, das war auch gut gewürfelt. Komm mal, dann kriegen wir sie jetzt. Yo. Okay. Ich würde sagen, hier gehen wir mal kurz. Natürlich sind wir jetzt auch tot. Fantastisch.
Ja, Miss Parker ist dead, weil sie Schaden genommen hat, als sie unconscious war von der blöden Falle. Ich würde sagen, die wollen uns hier nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal. Jetzt ist noch jemand unconscious, aber das ist mir egal. Und wenn wir jetzt nochmal... So, gehen wir einfach. Das ist ja ein unfreundlicher König. Also... Nicht so, dass man da jetzt irgendwelche Verdächtigungen äußern sollte, ob der vielleicht, ne? Nicht echt oder aber. Nee, nee, machen wir nicht. Der ist bestimmt einfach nur schlecht gelaunt. 3-2 nach C2. Mein lieber Mann. Okay, also wieder ein bisschen Geld in die Tempelkasse. Die freuen sich, yes. Finde ich schön, dass Death genauso viel kostet, also zu heilen wie alles andere. Dann heilen wir noch das andere hier. So. Und was wir mal machen könnten, wo ich hier gerade die Donations sehe, gab es nicht irgendeinen, wo es total billig war? War das nicht in Dusk? Da könnten wir dann nämlich nochmal den Kampf mit den Viechern versuchen. Mit den Untoten. Oder wir könnten die... ich habe so viele Ideen. Wir könnten auch die... Dingenskirchen. Die Fountain benutzen, die hier in der Nähe war. Die uns irgendwie gepusht hat. Das hält ja, ich glaube, bis zum... Also ein Tag oder bis zum nächsten Kampf. Irgendwie sowas. Und wenn wir wissen, wo wir hinwollen und das wirklich nur der eine Kampf ist, was uns jetzt bei den Untoten nicht viel bringt, weil das mehrere sind, da würde die Tempelgeschichte helfen. Na gut, aber da muss ich in jedem Fall dran denken, das bitte jetzt nicht, nee, dass wir das machen können. Die Fountain ist ja hier, da im Mitte links auf der Karte. Also da haben wir ja ohne mit Fly relativ guten Zugang zu. Jetzt ist die Frage, wollen wir das Castle Alamar noch weiter erkunden, obwohl wir sowieso nicht zum König können? Oder wollen wir zum Castle White Wolf gucken? Oh Gott, wo war das denn? Nochmal kurz auf meine Karte gucken. Das müsste B3 sein. Wahrscheinlich. Okay. Also, na, dann gucken wir mal. 6, Kass, 3, 2, B, 3. What? Passage to Portsmouth? Nee, wo zur Hölle sind wir hier? Okay, ich meine, hier waren wir schon. Wir waren noch nicht auf dem Wasser überall. Das könnten wir auch nochmal erforschen. Da könnte theoretisch ja auch noch was sein. Aber ist hier... Ja, da ist ein CA. War ich da nicht drin? Gucken wir. Hier ist das Castle. Yes. Nee, da haben wir nur kurz geguckt, was hier los ist. Ah, you're currently quested. Okay. Könnt natürlich die Quest löschen. Was war denn die Quest, die wir gerade haben? Okay, das ist am einfachsten, wenn ich einfach Where are we frage. Das habe ich mir nämlich. Habe ich mir das aufgeschrieben? Oh, gucken vorher, ob ich es mir aufgeschrieben habe. Favorite Fountain in Dragadoon, die haben wir aber nicht gemacht. Doch. Find the favorite Fountain in Dragadoon. Okay, da ist noch kein Haken hinter. Okay, Dragadoon, wissen wir, wo es ist? Könnten wir hin? Ich meine, wir können einfach jetzt mal gucken, was der... Das wird ja seine erste Quest sein, die ist ja wahrscheinlich einfach. Und wir können dann ja wieder zurück switchen. Das ist ja kein Ding. Also, ja. Ja, oh, wir können... Moment, wir können in deinem Throne Room Sachen machen. Das hatte ich beim letzten Mal wahrscheinlich schon gemerkt. Stimmt, ja, der war wahrscheinlich... Wusste ich nicht, was der Button macht. Okay, wir könnten erstmal dein Schloss ein bisschen erkunden.
Okay, bevor wir einen Auftrag für dich machen, gucken wir erstmal uns in deinem Schloss um. Schön, dass du nicht alle Türen abschließt. Das finde ich sehr sympathisch. Das ist nämlich etwas, was mir in bestimmten Bereichen doch ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Ich hätte gedacht, dass wir das schon erkundet haben. Vielleicht hat er wieder irgendwie mal wieder abgestürzt, nicht gespeichert. Aber hier ist er einfach nichts. Okay. Ja, es ist schön symmetrisch, wie üblich. Okay. Also aufregend ist das bisher. Okay, hier ist was. Oder auch nicht. Ist das hier komplett leer? Was ist denn das für ein Schloss? Immer okay. Ich meine, hier muss da irgendwo irgendwas kommen. Also, das geht doch nicht anders. Erstmal alle Gänge an. Ja, so, jetzt kommen wir hier rein. Ja, das sind die Komplementärräume dazu. Ups. Okay. Na endlich! Hier ist mal jemand. Ich meine, es ist eine Zufallsbegegnung, aber immerhin. Okay, gar nicht gesehen, wie viel es war. Es kann nicht viel gewesen sein. Das ist ja hier total Pillepalle. Okay. Sag mal, entweder hätten wir hier schon sehr früh sein sollen, können, müssen. Das werden wir sehen, wenn wir seinen Auftrag sehen. Da bin ich mal gespannt. Das ist wahrscheinlich. Okay. Ja, das ist Pillepalle. Okay, ja, für Level 1 Party ist das vielleicht schlecht, aber. Okay, wenn die Phantoms sind ein bisschen unangenehmer. Okay, die haben mehr Hitpoints. Okay. Okay, nicht totaler. Totales Kanonenfutter. Aber weglaufen tun sie trotzdem. 400 Punkte, ne? Ne, das ist nicht viel. Okay, so, erstmal hier alle legalen Bereiche begucken und dann. Schauen wir mal, was hier. Haha, hier könnte es interessant werden. Aber da gucken wir erstmal noch nicht hin. Wir gucken erstmal in den ganzen langweiligen Kram. Oh! Haha, eine geschlossene Tür. Aufregend. Aufregend. Ah, ich weiß, was im Tower ist. Im Tower sitzt der Prisoner. Wenig. Okay, hier sind alle Türen zu. Okay. Okay, ah, das ist dann wahrscheinlich auch eine Art Zellentrakt oder so, nehme ich mal an. Irgendwas.
Nee, reicht nicht. Ich glaube, der Dust Demon macht Sleep, oder? Oder auch nicht. Wir machen auf jeden Fall mal das. Psychic Protection, damit uns das nicht mehr stört. Jetzt ist der Dust Demon auch weg. Er hätte sich aber sparen können. 7 und 5. Nett, 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 nett. Waffe ist schon nett. Na komm, mach weg hier. Sechshundertsechsundsechzig Erfahrungspunkte. Dafür finden wir ein Silver Shield. Mittelmäßig unaufregend. Discard C, Discard C. Wow! Poison. Erstaunlich, dass es immer noch mal schief geht. Man sollte meinen, dass jetzt auf Level 10 sind endlich mal alle Türen aufkriegt, aber. Blinded, okay, rasten. Okay, Wraith hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Weiß ich nicht. Ogre Chief klingt nicht gut. Aber den hatten wir schon. Also, dann machen wir mal 3, 4 auf die da. Du schießt mal auf den Ogre Chief. 45, nice. Und du mach mal gar nichts. Electric Gedöns, okay. Come on. Was ist denn? Ach, Sinn. Also wirklich. Large Shield plus 1. Back of Silver. Okay. Mhm. Also Large Shield plus 1. Ist das besser als ein Large, als ein Small Shield plus 2? Nö. Also können wir es auch discarden. Dann zauberst du mal wieder Neutralize Poison auf Tiamat. Und dann zauberst du nochmal Neutralize Poison auf Miss Parker und Neutralize Poison auf Sin. Und dann betreten wir den nächsten Raum voller Deadly Spores. Okay. Sind das nicht die, die explodieren?
Aber ich glaube nur, wenn wir sie nicht killen, ne? Ist das nicht so? Deswegen killen wir sie mal besser alle, aber ich meine, das hätten wir sowieso gemacht, also. Geht wieder nicht, ja, stimmt. Okay, aber nicht viel Schaden, so wie es aussieht. Ja, das kann man ein bisschen beschleunigen. Ja, es wird mehr. Überleben wir es? Ja, wir haben es überlebt, hurra! Und finden natürlich nichts. Na gut, dann können wir gleich mal rasten hier. Okay, aufregend. Verdächtig. Nee. Sinn. Sinn. Na also. Muss man deinen Namen oft genug sagen, dann kriegst du die Tür irgendwann auf. Oh, okay, wichtig. White Wolf. Etched in silver. Okay. Message B. Okay. RSTIA minus Komma E1 Komma Apostroph. Nee. Semikolon, mein Gott. Schräg, schräg, meine Güte, das ist ja... Jetzt gehen wir aber den ASCII-Zeichensatz komplett durch hier. R, N, M, Minus. Okay. Das klingt mal nach einem angemessenen Episodentitel. wird wahrscheinlich wegen vermeintlicher Terrorbotschaften leicht gelöschtes Video. Okay, ja, das hilfreich. Ich meine, wie viel haben wir? Hatten wir schon. Wir hatten, ja, Black Witch North war Silver Message. ATI, also haben wir die. Also wir haben Message A, B und C jetzt. Also silberne Messages. Hatten wir nicht auch noch irgendwas Goldenes oder so? Oder das habe ich mich schon mal gefragt. Scored in Stone. Hatten wir nicht was? Etched in Gold. Painted in Black. Etched in Stone. Etched in Gold, ja. Korak, wo war das? Dusk Dungeon? Okay. Ja, na gut, da sind wir ja eh noch nicht fertig. Wir sind ja in vielen Dingen noch nicht fertig. Wir haben... Also Freunde, da muss doch was sein. Das ist doch wohl ganz klar. Nee, okay. Ich habe
vergessen, was ich sagen wollte. War bestimmt nicht wichtig. Basilisk, mach weg den Mist. Produce Flame gegen Wood wird das bestimmt helfen. Produce Flame 3,5. Ja, hat geholfen. Okay. 3, 4. Rasten. Okay. Also das haben wir jetzt alles erkundet und da waren nur ein paar. Na gut, da war die Message, die war nicht unwichtig. Also wollen wir nicht kleinlich sein. Hier diesen ganzen Bereich. Uppala. Hier haben wir was. Okay, dann machen wir mal ein Safe, weil hier passiert doch bestimmt was. Barrier. Okay, na gut, dann gucken wir jetzt mal in den Tower. Ich könnte mir vorstellen, dass ich eine Ahnung habe, was der Knopf machen könnte jetzt. Der macht vielleicht die Barrier aus. Acidic Blobs ist ein bisschen doof. Okay, Acidic Blobs werden weg. Man runs away. Guter Wachmann. Okay. Na gut, dann gucken wir mal, was wir hier im Tower haben. Eine ganze Menge Kämpfe offensichtlich. Das Untote? Vielleicht, wahrscheinlich aber nicht. Drain. Oh, nee. Wolfsbane braucht kein Mensch.
Okay. Achso, Level Drain verschwindet wieder nach dem Kampf, er ist wieder weg. Oder hast du irgendwas anderes gedrained? Nee, da hast du Levels gedrained, oder? Okay. Na gut, gucken wir mal weiter. Nehmen wir an, die Kämpfe werden hier mit jeder, okay, spiraligen Umrundung hier immer schwerer. Oder es kommen einfach keine mehr. Das kann natürlich auch sein. Ah, hallo. Ja, nee. Es sind nur mehr, nicht unbedingt schwieriger. Machen wir mal die. Erstmal direkt die Poison machen können. Dann haben wir hier. Ist ein Ghoul untot? Ne. Oder zu untot. Entweder gar nicht oder zu sehr. Okay, das hat nicht gut funktioniert. Das war ein Rastversuch. Hallo, liebe Gegner. Wir sind wir alle wach? Ja, sind wir. Okay. Na gut. Das ist aber eine lustige Party hier, die wir da haben. Warrior Cat und Guardsman, ne? Ja, gut. Die werden ja jetzt wahrscheinlich alle weglaufen. Nee, tun sie nicht. Warrior Cat hat aber heute schon Hitpoints. Naja, auch nicht. Naja. Bekanntlich haben Katzen ja mehr Hitpoints als Menschen. Also mehr, ne? Sind stärker und größer und alles. Autsch. Aufregend. Ja, und wehe, hier ist nichts. So, und hier haben wir. Speichern, sicherheitshalber. Vicious Demon lunges at the party. Restrained only by collar and change. A chain. Ein Vicious Demon. Jetzt müssten wir ihm ja eigentlich helfen. Wir sind ja böse, ne? Wir wollen ja in der Rolle bleiben, also helfen wir ihm. Set the prisoner free. Jo, wir sind evil. Das war definitiv, was wir. Okay, das schreiben wir aber mal auf, was ich gemacht habe. Prisoner. In Tower. Vicious Demon. Set free. Ist halt die Frage, das weiß ich halt nicht mehr, wie das Spiel das handhabt, ob es sozusagen darauf achtet, dass wir als böse Charaktere dem bösen, vermeintlich bösen Dämon, das klang ja schon so ein bisschen so Vicious Demon, was Gutes tun, dass das dann die richtige Handlung ist. Oder ob wir als böse Charaktere immer irgendwas Böses machen müssen, egal wer der Rezipient dieser Aktion ist. Who knows? Okay, jetzt haben wir eine ganze Menge erkundet. Und ja, das Video ist lang genug. Ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter, gucken, was wir hier noch finden können und sehen dann mal, was für einen Auftrag der Kollege hier für uns hat. Aber für heute soll es das gewesen sein. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit mehr Might Magic Book One. Bis dahin. Tschüss.